Wir beschäftigen uns immer wieder mit den prophetischen Worten, die für unser Leben Gültigkeit haben, aber auch für unsere Region, für unser Land. Und wir nehmen wahr, dass die prophetischen Stimmen sagen, es wird Erschütterung geben und das Reich Gottes muss hervorkommen. Dieses "es muss Erschütterung geben" hat mich manchmal ein bisschen berührt, dass ich dachte, oh, wie wird das sein mit den Erschütterungen? Und immer wieder hat der Herr zu mir gesprochen und mich an einen Satz erinnert, das heißt, ich habe euch ein unerschütterliches Reich gegeben. Ich lese dir den Text vor, in dem dieses Wort vorkommt. Dessen Stimme vom Himmel her redet, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden, sondern die Dinge, die in der Welt sind, die Dinge, die um uns herum sind, die Dinge, die ungut sind, die Dinge des Feindes, diese Machenschaften, diese Sachen, in denen er überall drin ist, die werden erschüttert werden. Ich habe dann über das Wort unerschütterlich geforscht und möchte dir einfach ein paar Gedanken über dieses Wort mitgeben, sodass du das in deinem Glaubensleben, in deinem Gebetsleben verbinden kannst mit diesem: Ich habe euch ein unerschütterliches Reich gegeben. Unerschütterlich heißt immer derselbe, wahrhaftig, unbeirrbar, beständig, verlässlich, stetig, festbleiben, stehen bleiben. Auf dem Felsen Christus stehen, aufstehen, widerstehen, wieder aufstehen. Mit diesem Wort ist dieses Unerschütterlichsein verbunden. Im Neuen Testament gibt Jesus ein Beispiel, in dem er erzählt, ein Mann baut ein Haus auf Sand. Und als die Wellen und der Sturm kommen, wird dieses Haus weggespült. Und dann berichtet er von dem anderen Mann, der ein Haus auf Felsen gebaut hat. Und als der Sturm und die Wellen kommen, bleibt dieses Haus stehen. Genauso ist es mit diesem unerschütterlichen Festhalten, mit diesem unerschütterlich Sein, mit dem unerschütterlich Stehenbleiben. Die Wellen und der Wind, die Dinge um uns herum mögen in Erschütterung kommen. Aber du bleibst stehen. Du hast dein Haus, dein Lebenshaus. Du hast dich selbst auf den Felsen Christus gebaut. Und dann können Wind und Wellen dich nicht von diesem Felsen runterschmeißen. Du wirst nicht vergehen. Du wirst nicht auseinandergenommen werden. Du wirst nicht weggespült werden von den Wellen, sondern du hast ein unerschütterliches Reich empfangen. Studiere darüber. Mach wirklich mal eine Wortbedeutungsforschung über das Wort unerschütterlich, über das unerschütterliche Reich Gottes und schau, was der Heilige Geist in dein Leben, in deine Situation hineinsprechen möchte. Du hast ein unerschütterliches Reich empfangen. Dein Leben ist auf Christus, den Felsen, gebaut. Gott hat mehr für